Ist aber auch komisch, dass man die Kisten hier nicht öffnen kann. Ah. Aha. Looks like this sacred symbol has been broken into several pieces. Warum gehen die anderen denn nicht auf? Komisch. Ja gut, ich glaube, dann haben wir jetzt alle, oder? Ja. This sacred symbol has been broken into 9 pieces. Schön. Das heißt, die nach hier, den nach da. Oh yeah, that'll work. Ja, cool. Dann haben wir wohl unser erstes heiliges Zeichen. Das Ankh. Warte mal hier. Ach so. Ach, ich dachte, das wäre jetzt schon fertig. Die snappen nicht, ne? Ja gut, aber das ist jetzt auch nicht so schwer. Oder? Oh, warum habe ich das nur gesagt? Nee. Fragezeichen? The magnetic resonator can assemble broken metal objects. I need to combine it with 9 metal pieces. Ach so, man kann es also doch drehen. Ja gut. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Bin ich jetzt zu picky oder? Na, mal schauen. Ja, die passen auch schon mal gut zusammen. So, jetzt kann ich den da dran? Nee. Hier dran? Ja, das sieht besser aus. Das nach da? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, das kann ich auch nicht. Oh. Ja, dann so oder nicht? Passen tut das aber nicht, ne? Und hier fehlt was. Also das kann es nicht sein. Ups. Ah, da habe ich versucht, mit der Tastatur die Teile zu drehen. Oh nein. Och. Ah, wieder von vorne. Na gut. Also das sah mir schon mal ziemlich richtig aus. Auch wegen der Form und so. Das passte ganz gut. Mit dem hier bin ich mir unsicher. Passt eigentlich nirgendwo so richtig rein. Ah, haha, okay. So passt er.
Okay, ja, und dann kriegen wir natürlich auch den Anschluss an den Kreis, alles klar. Okay, jetzt müssen wir die Dreiecke finden. Der könnte hier passen. Sagen, das ist der. Ja, das sieht doch viel besser aus. Guck mal. Der sieht gut aus. Nur gucken, wo kommt der hier ran? Wo passt der am besten? Eigentlich doch hier, oder nicht? Mal weiterschauen. Nee, dann nicht so. Hier nicht so. Hier könnte er auch ganz gut passen. Gut. Nee. Sieht nicht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, da könnte man direkt so lassen. Und ihn hier. Fertig. Oder? Nicht? Muss ich jetzt die Dreiecke noch tauschen oder was ist? Die sahen doch gut aus. So rum. Den noch da unten. Hier hin. Ah, okay. Ankh-Symbol. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, hätten wir das gelöst, ne? Meisterhaft. Ich bin mal gespannt, was uns im nächsten Raum erwartet hier. So, was haben wir denn hier? Dining Area. Oh, lecker essen. Oder trinken. Ist auch okay. Was? Established 1879. Oh, ja. These barrels and wine bottles are actually full of Kentucky bourbon. The nose knows. Weinflaschen gefüllt mit Kentucky Bourbon, ich glaube nicht. This winery was established in 1879. 1879. No monkeys in here. These wine bottles are stuck. They do move. Must be more to this than meets the eye. Okay, das scheint irgendein Rätsel zu sein. Wollte mich aber erstmal noch ein bisschen umschauen. Ah, Amontillado. Do I hear scratching behind these walls? Nee. Let's see, crate, wood, pot, and a box with nothing useful in it. Time to move on. Was haben wir denn hier? Noch ein Rätsel? Eine Art Mühlenspiel? Ups. Ich wollte das. This is a variation of the ancient Egyptian game of Senet. The goal is to not have more than two symbols in each row and column. To move the symbol pieces, I need to click on the symbol piece, then the desired destination. Okay. Scheint es ja mehrere Rätsel in dem Raum zu geben. Ist nichts. Das Headmaster, okay.
Ja gut, das heißt, wir haben einmal dieses Mühlenspiel oder das Senate oder wie das heißt und einmal hier die Flaschen. These wine bottles are stuck. They do move. There must be more to this than meets the eye. Okay, also theoretisch könnten wir einfach alle reindrücken, aber ich schätze mal, wir müssen das in einer bestimmten Reihenfolge machen. These wine bottles are stuck. They do move. There must be more to this than meets the eye. Ja, aber woher soll man jetzt wissen? Es gibt auch keinen Hinweis. Ich muss es doch irgendeinen Hinweis geben, oder? These wine bottles are stuck. They do move. There must be more to this than meets the eye. Ich probiere mal ein bisschen rum, weil es scheint ja darauf hinauszulaufen, dass man da einfach nur rumprobieren muss. Bis später. So. Also, ich habe mal ein bisschen rumprobiert. Ein bisschen lange. Und ich habe die Lösung gefunden. Also, es ist diese Flasche. Nee, diese Flasche. Dann, warte mal, das war dann hier die. Hier die. Und die hier. Tada! Da muss man erstmal drauf kommen. Das sind nur 4 Flaschen von den ganzen, die man reindrücken muss. Okay. Well, maybe I can use this lead pipe to my advantage. Eigentlich hast du ja schlechte Erfahrungen mit Bleirohren, ne? Man, I've been hit so many times in the head with a lead pipe. Maybe this time I could use one to my advantage. Ach, wer weiß. Nachher kriegst du sie doch wieder auf den Kopf. Well, what happened? Okay. Well, there's gotta be some reason this mural was hidden. I better look at it closely. Ja, das stimmt allerdings. Was ist das? Ach so, ist wieder so ein Zeichen. Neater. Okay. Na gut. Warte mal, dann haben wir jetzt 1, 2 plus die 3 da hinten, dann sind wir bei 5. Okay. Ja gut, jetzt hat man ja hier noch dieses Schachspiel oder was das ist. This is a variation of the ancient Egyptian game of Senet. The goal is to not have more than 2 symbols in each row and column. To move the symbol pieces, I need to click on the symbol piece, then the desired destination. Hm? Also das heißt, ich kann ich die denn jetzt bewegen, wie ich möchte? Oder wie ist das? Kann ich den jetzt einfach nach hier? Ach, das geht. Okay. Der kann einfach nach hier. Na gut. Warte mal, nicht mehr als 2. Das heißt, der kann nach hier. Und der nach da. Dann könnte der ja wieder nach hier. Und der nach da.
Warte mal, der müsste so die tauschen. So. Nicht mehr als zwei der gleichen Symbole. So, das heißt, hier kann ich nichts mehr hinsetzen, aber ab hier könnte ich wieder. Dann müsste hier der Pharao, hier der Anubis. Oh, das war's schon. Okay, das kam mir jetzt ein bisschen überraschend. Ich war gerade voll im Spiel drin. Now here's something you don't see every day. I'm gonna take it. Mal jetzt gleich noch eins. The Lotus Flower. Ja gut. Ja, dann haben wir das gelöst, wir haben das gelöst. Dann könnten wir eigentlich zum weiter zum, was war das hier, Headmaster. Was haben wir denn hier? Eine bunte Kiste. This contains all the books I read last year. Keins. The headmaster's pot. I bet this is where he keeps his stash. Hä? Ah, das kann man öffnen. Was ist das? Pickled egg. Ah. Ach nee, ist das... Nee. This pickled egg must be over 100 years old. It's as hard as a rock. Oh, I'm hoping this isn't a chamber pot. Sieht er wie ein Kochtopf aus. Got his own climate control system. Auf etwas? Nee, ne? Nee. Nothing useful. Schade, ich dachte schon, den könnte man öffnen. It's a Mike and I Camer Candy Comic. The Sehr case schön. Of the Root Canal. And I'll put this in my comic book rack collection back in my office. Was haben Something wir jetzt important hier? Must be inside here. Allerdings. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Also müssen wir jetzt alle grün machen oder wie ist das? Ja? Können wir das wegmachen? Oh, dann haben wir wieder zwei. Gar nichts. Der ist weg. Warte mal, wenn ich jetzt nochmal drücke, geht der dann. Ja. Okay. Na gut. Winner, winner. Haben wir den jetzt noch? Wow. Wir kriegen ja mal mehr. Die Amenta. Die Amenta. Warte mal, wie viele haben wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier. Plus den Fünfen, dann haben wir doch die Neun, ne? Ja, das heißt, wir können eigentlich zurück. Müssten jetzt die einen noch abholen? Na, ich glaube, hier geht's da sowieso nicht mehr weiter. Also das mit dem Brunnen, das wird ja einfach. Den Haken haben wir schon. So, dann hatten wir das mit der Steinplatte. Da denke ich mir mal, wird das Bleirohr ja irgendwie hier zu tragen kommen, ne? Bleirohr? Well, that was stupid. Ah, warte mal. Das Bleirohr und das als Stütze zum Hebeln. What crime against humanity have you created? Ja, ich bin Dr. Frankenstein.
So, und das jetzt damit? Jawohl. You still got it, my friend. Anubis. Anubis. So. Dann hatten wir hier oben. Ne, der Haken wird's nicht sein, das heißt die Slingshot. It's a slingshot. Ja, ach so. Brauchen wir was. Ja, hier, dann das Ei. Was, also wir können ja nichts von diesen Dingern hier wegschießen. Hey, it worked! Sehr schön. Well, my trusty slingshot is loaded. Gut. Yes. Got it. Crook and flail. Gut, das heißt, es fehlt ja nur noch das eine aus dem Brunnen. This is, it's a thing that does that thing. Genau das. Das ist Ibis. An Ibis. Okay. Ja, dann können wir die ja jetzt auf den Tichter packen. Mal schauen, was passiert. Ich bin mal gespannt. Dann der Anubis. Dann das hier. Der Lotus. These must be the silhouettes of the symbols. Umstab und Drechfliege. Ether. Dann kommt der Ibis. Und dann kommt noch die Amenta. And now the journey of the symbols begins. Candidates are selected for their superior intelligence and physical attributes. The Seisen elite will wield the royal authority over the dominions of Earth and beyond. The test to join Seisen is not without risks. When you cross the threshold, it is literally a journey to the underworld, where either eternal life or eternal death awaits.